Ich bin eben während der Pause angesprochen worden, unter anderem auf kraniomandibuläre Dysfunktion. Das ist ja ein Thema der geheimen Zahnärzte hier, aber auch ein Thema, was eigentlich jeder Allgemeinarzt und jeder Heilpraktiker zunehmend auch in ihrer Praxis sieht. Und als Allgemeinmediziner habe ich ja eine Zeit lang wenigstens es schwer gehabt, mit Zahnärzten zu kommunizieren, wenn ich gesagt habe, das ist relativ simpel. Wenn wir zum Beispiel mit B-Vitaminen arbeiten, dann wird das Problem deutlich, sofort deutlich reduziert oder es verschwindet sogar. Und dann habe ich das große Glück gehabt, den Professor Winzen vor anderthalb Jahren kennenzulernen, bei einem GZM-Kongress, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Der hat eine ganz tolle Messtechnik in seinem Kraniozentrum in Frankfurt, wo man sehr fein aufzeichnen kann, wie ist die Kieferbeweglichkeit, was ist an Mobilität überhaupt da. Und wo man vor allen Dingen auch sehr schön sehen kann, wenn Herr Volkmann noch sagt, ich gebe B-Komplex und der Mund geht auf, dann wollen wir noch mal sehen, ob das stimmt. Und wir haben dann bei einem Vortrag in Baden-Baden seinen Vortrag, in einem Workshop in Baden-Baden, seinen Vortrag aufgenommen und haben das zum Teil als Stücke jetzt auf YouTube. Und ich zeige das einfach mal kurz zur Einführung. Es freut mich ganz besonders, dass ich gleich an Professor Winzen aus Frankfurt übergeben darf, vom Kraniozentrum in Frankfurt. Ich bin dann einmal in Frankfurt gewesen, um zu zeigen, was ich eigentlich in meiner Praxis mit der Orthomolekularen seit fast 20 Jahren immer wieder zeigen kann, dass in dem Augenblick, wo wir saure Vitamine, Spurenelemente und so weiter in den Mund reingeben, dass sich sofort Muskelblockaden und so weiter lösen können, dass eine Schulter sich öffnen kann, dass ein Rücken besser werden kann. Ich habe vorhin bei meinem CED-Vortrag gezeigt, wie jemand mit einem engen Spinalkanal mit mal völlig andere Bewegungsfreiheitsgrade hatte. Ich habe Medizin und Zahnmedizin in Frankfurt studiert, habe eine Facharztausbildung in Periodontology an der UCLA in Los Angeles gemacht. Ich war immer so ein bisschen derjenige, der erstmal Geld verdient hat mit Implantologie, Parodontologie und vielen Operationen. Ich habe ganz lange im OP gestanden, was ich heute nicht mehr tun würde, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man ja nicht weiß, dass zur Evidence-Based Medicine Erfahrung gehört. Das weiß man ja nicht in dem Alter, sondern man weiß alles. Ne? Und wir haben uns gewundert, wir haben wunderbar operiert, alles gut gemacht, die Parodontitis-Fälle, die Implantologie-Fälle und dann sind die Zellen trotzdem verloren gegangen. Habe mich mit der Dentaltechnologie beschäftigt, weil ich wissen wollte, wie kann man ohne Röntgenstrahlung irgendwie Kiefergelenkbewegungen aufzeichnen, Rückenpositionen aufzeichnen, wie kriegt man irgendwie geregelt, merkt, dass man den Patienten auch anders besser helfen kann, indem man selbst ein bisschen zurücksteht und andere, die es besser können, was tun lässt. So auch der Herr Volkmann, der mir sehr viel geholfen hat, insofern, weil er das einfach besser weiß. Es ist auch gut, dass er hier ist. Und ich sage meinen Studenten immer, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ihr müsst nicht alles glauben, was so erzählt wird, denn in der Medizin und Zahnmedizin neigen alle dazu, irgendwas zu sagen und alle müssen es glauben, bis zum Examen zu müssen. Wenn sie das nicht wissen, was der Lehrer gesagt hat, bestehen sie das Examen nicht dazu. Normalerweise haben wir ein Gleichgewicht des menschlichen Körpers. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, sondern mit anderen Worten, das gehört zu uns. Also das ist so, da führt es irgendwie zu einem Zustand, den wir Gesundheit nennen. Ein ausgeglichener Zustand, eine Balance im menschlichen Körper. Leider gibt es aber auch die Situation, dass das sich stark verändern kann. Wir bezeichnen das dann als Krankheit, wir wissen nicht so genau was, ne, weil wir in der Regel auch gewohnt sind, Symptome zu behandeln und nicht nach den Ursachen zu forschen. Aber wir sagen einfach mal, das ist irgendeine Krankheit und irgendwie führt das zu einer Rückenerkrankung, einer, was weiß ich, oder Dosenveränderung und was auch immer. Was machen wir heute? Das ist der Stand der Technik heute. Wir machen
Das war der Trailer als Einstieg sozusagen zur CMD. Wenn Sie selber sich dann nochmal umsehen wollen, auf den Seiten, in YouTube, suchen Sie dann VBN-Verlag, und dann gehen Sie auf die jeweilige Folie oder auf den jeweiligen Film, den Sie gerne hätten, und können sich den ansehen. Da ist unter anderem noch ein hochinteressanter Film eines Patienten, den ich hier in Lübeck mal behandelt habe, ein Amerikaner, der seinen 75. Geburtstag hier bei uns gefeiert hat, den ich in Budapest im Rollstuhl kennengelernt habe. Wir haben uns da unterhalten, dann hat er mir irgendwann erzählt, die Polyneuropathie ist jetzt schon 3 Wochen in Budapest, weil das Schwefelwasser in Budapest eben sehr gesund sein soll. Nach Internet Google, er ist Google-Fan, nach Internet Google für oder gegen eine Polyneuropathie. Dann habe ich ihm erklärt, dass bei Polyneuropathie man Vitamine braucht und Spurenelemente und so weiter. Und daraufhin ist er dann zu uns gekommen, ich will das abkürzen. Ich habe ihn eine Woche behandelt, er kam im Rollstuhl. Princeton University hat ihn in den Rollstuhl gesetzt und Volkmann hat ihn in 4 Tagen rausgeholt. Das ist Flow, Kolleginnen und Kollegen. Das ist nur geil, wenn ich das mal so sagen darf. Dass die Amis einen reinsetzen und wir holen ihn innerhalb von nur 4 Tagen. Raus. Und der wird, oder der hat da ein Statement abgegeben im Rahmen unseres Winterkongresses, Weihnachtskongresses. So, ich bin eben gebeten worden, noch mal kurz was zu diesem Buch zu sagen. Der eine oder andere oder die eine oder andere von Ihnen hat möglicherweise den grünen Vorläufer Ökosystem Mensch. Und da war die Frage, hat sich da was geändert? Hier sind größenordnungsmäßig 200 Seiten nicht mehr, aber locker 200, 300 Seiten überarbeitet und 150 Seiten etwa mehr drin. Und ein weiterer Unterschied ist eben, dass wir die Rezepte, die wir in dem alten Buch überwiegend auch schon drin hatten, dass wir die herausnehmbar gestaltet haben, weil ein Kochbuch in die Küche gehört und ein Gesundheitsbuch ins Wohnzimmer oder auf den Nachttisch und so weiter. Das ist also der Vorteil. Und dann sind hier natürlich alle Diagramme überarbeitet, schön leserlich überarbeitet. Also nicht so, dass man sagen muss, das kann man zwar verstehen, aber es ist nicht so toll, sondern es ist auch von der Haptik her und von der Ausstattung her so, dass wenn man ein Gefühl für ein gutes Buch hat, man das Buch gerne in die Hand nimmt. Und ich habe, nachdem das neu rausgekommen war, kurze Zeit später von einem Kollegen einen Anruf gekriegt, dessen 80-jähriger Mutter hatte ich das zum 80-jährigen Geburtstag geschenkt. Und die hat das dann kurz gelesen, in Anführungsstrichen, hat dem Kollegen das weitergegeben, ihrem Sohn. Und er hat mich dann angerufen und gesagt, du, ich danke dir für den tollen Medizinkrimi, den du meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt hast, den habe ich in 2 Nächten durchgelesen, fast 400 Seiten. Also das hat ihn so gepackt, von den Zusammenhängen her, von der Art der Darstellung her, dass er das einfach in sich reingefressen hat. Also es ist leicht zu lesen, wenn man ein bisschen Vorbildung hat. Es ist auch so geschrieben, dass es für den Laien in der Regel verständlich ist, das, was der Laie noch versteht, muss er dann auch nicht unbedingt verstehen, das sind einzelne Fachtermini, die wir mal nicht übersetzt haben. Ansonsten ist ein sehr umfangreiches Stichwortverzeichnis dabei, wo man eben seine Wirbelsäulenschmerzen und alle wiederfindet. Zur CMD noch kurz. Der B-Komplex wurde ja eben angesprochen. Der Vitamin-B-Komplex hat offenbar bei der kraniomandibulären Dysfunktion eine ganz zentrale Rolle. Und da war Professor Winzen in der Praxis, wo dann später weitere Untersuchungen gemacht worden sind, wo im Augenblick, wo ich hoffe, das ist jetzt angelaufen, eine Promotion genau zu dieser Fragestellung läuft. Da habe ich 2 Patientinnen vorgestellt bekommen, beide so um die 60 Jahre alt. Die eine war 30 Jahre CMD-Patientin, die andere war etwa, nicht so laut rascheln bitte, dann haben wir Probleme mit der Tonaufnahme. Die andere war etwa 20 Jahre, 25 Jahre CMD-Patientin. Die konnten beide ihren Kiefer etwa 2, 3, 4 mm öffnen, mehr war da nicht. Und die haben innerhalb von Sekunden 3 cm, 4 cm Öffnung gehabt. Und keine Schmerzen und ein völlig anderes Gangbild, das hat er ja auch angesprochen. Auf der ganzen DVD ist das eben noch ein bisschen ausführlicher besprochen. Also die gesamte Motorik ändert sich schlagartig bei solchen Patienten. Und es gibt keinen CMD-Patienten,
der nur CMD hat, die haben alle Halswirbelsäulenprobleme, die haben alle Rückenprobleme, die haben alle Lendenwirbelsäulenprobleme. Das geht nicht, dass nur da oben was ist. Wenn da oben was ist, dann ist zum Beispiel in der Steißregion auch was los. Das rechte Kiefergelenk ein Problem hat, dann hat auch links unten die Iliosakralbänder und so weiter, die haben auch Probleme. Da kann man eine Friktionsmassage machen, da kann man fühlen, dass da wahnsinniger Schmerz ist, dass ein Hypertonus drin ist. Und das kann man manualtherapeutisch behandeln, das kann man auch sehr elegant eben mit dem B-Komplex reduzieren und ausgleichen, mittelfristig. Sind in der Pause noch irgendwelche Fragen entstanden? Ich hatte gesagt, fragen Sie das eine oder andere vielleicht im Kurs, dass das jeder mitbekommen kann. Ja? Ja, Sie sagten, Sie würden das innerhalb weniger Minuten behandeln können. Nun ist es ja so, ich meine, die CMD, Sie sagten, das ist ein Problem für den ganzen Körper. Und die Zahnärzte haben sich bis unter den Nagel gerissen und gesagt, wir sind diejenigen welche. Ich sehe eigentlich 100% der Schienen passen nicht. Wenn ich das kontrolliere, sehe ich immer eine Dysfunktion im Beckenbereich oder sonst was. Der Patient eignet sich das im Laufe des Lebens an, möglicherweise die CMD, meistens die CMD die Ursache, aber er hat dann die Beschwerden irgendwo anders. Dann kommt er zum Zahnarzt und sagt, ich kann das, ich mache das. Aber ich bin der Meinung, erst muss er eingestellt werden, erst muss er vorbehandelt sein und dann kommt der Zahnarzt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion Henne oder Ei. Die CMD ist immer, sag ich mal, Spitze des Eisberges von vielen Problemen. Das ist aber nicht nur die CMD, das ist auch die Neurodermitis, das ist das Rheuma, das ist das Asthma, das ist die Iliosakralblockade. Alles, was uns auffällt, ist die Spitze des Eisberges bei diesem Patienten. Und Entschuldigung, jeder Patient hat sein vulnerables System. Der eine reagiert mehr in der Richtung, der andere in die Richtung. Das Knie, eine Kniegelenksarthrose oder eine Hüftgelenksarthrose oder eine Schulterarthrose oder eine Epikondylitis oder. Bei der CMD ist es so, in dem Augenblick, wo ich den B-Komplex in den Mund reingebe, regelt alles, was Sie eben angesprochen haben, auch der Beckenschiefstand und so weiter, sich sofort deutlich in eine bessere Richtung. Macht auch Zink. Wie bitte? Macht auch Zink häufig. Ja, Zink ist ja bei uns im B-Komplex mit drin. Das ist ja genau der Punkt. Gut. B-Komplex plus, B-Vitamine plus, Zink plus Mangan. Also ohne Zink geht da um gar nichts, haben Sie völlig recht. Ohne Zink geht gar nichts. Ist nur die Frage, was gebe ich ihm für einen Zink? So, wenn ich diese Soforteffekte haben will, dann muss ich ihm besonders sauberes, reines Zink geben. Und dann öffnet sich das sofort. So wie so eine Schulter oder die Schulter bei der alten Dame oder wie der Beckenschiefstand sich sofort ausgleicht. Alles, was der Körper an Dysbalancen zeigt, hat ja im Hintergrund immer eine Dysbalance, auch im automolekularen Bereich. Ich hatte vorhin gesagt, Wadenkrampf und Magnesium-Calcium. So, das ist ja eine muskuläre Verspannung. Ich gebe Magnesium-Calcium dazu, ist eine muskuläre Verspannung weg. Genauso, wenn Sie Leute haben, haben die meisten Senk, Knick, Spreiz, Plattfüße. Platsch, platsch, platsch. So, wenn er noch nicht 70 ist, wenn er sich dann vernünftig ernährt, wenn er mit unserem Standardregime behandelt wird, dann kommt bei etwa 60-70% dieser Patienten, auch mit 40-50, mit mal wieder ein Fußgewölbe hoch. Das ist genial, wenn der in 4 Wochen, 8 Wochen mal wieder ein Gewölbe hat. Da brauchen Sie keine Einlage. So wie er auch sagte, Schiene brauchen wir nicht. Ich habe CMD-Patienten gehabt, die haben 50 Schienen mitgebracht. Das deckt sich mit dem, was Sie sagen. Die Schienen passen alle nicht. Die passen vielleicht mal ganz kurz, heute, morgen, übermorgen. Und dann geht es schon langsam los, dass es nicht mehr passt. Und CMD ist ein zunehmendes Krankheitsbild, haben jetzt etwa 8% der deutschen Bevölkerung oder der zivilisierten Bevölkerung, muss man sagen. Und die Tendenz ist so, vor 20, 25 Jahren, wenn wir hier Zahnärzte, die auch schon so lange im Geschäft sind, da gab es keine CMD. Das Kostensyndrom gibt es schon lange. Das hat aber kaum einer behandelt, haben Sie völlig recht. Aber das ist von Kosten definiert worden. Das ist so, als wenn Virchow was definiert hat, aber das selten gesehen hat. Und heute sehen wir das ubiquitär, egal, wenn wir hier durchgehen. Ich sage mal, 8%, also ein paar von den Teilnehmern hier haben auch genau das Problem. Ja, Kollege? Wenn ich jetzt diese Reha 1, ODS 1 und S2 nehme, ja, hat das abgeschlossen und fühle mich besser. Ja. Was ist denn die Empfehlung? Wieder bei 0 anfangen, Reha 1 oder 2? Nein. Sie, oder nein. Was?
Also die Empfehlung, da war die Frage jetzt, wenn ich 3 Monate Therapie gemacht habe, wie soll es dann weitergehen? Und da habe ich so unterschiedliche Wege, das ist ja immer so im Leben, das kommt darauf an, wer bin ich überhaupt, wo stehe ich, was habe ich für Vorstellungen von meinem Leben, von meiner Gesundheit. Ich sage immer, wenn das Lieschen Müller ist, ist mit einem definierten Problem zu uns gekommen, ist glücklich verheiratet, wohnt mit 2 Kindern und einem lieben Ehemann auf dem Lande, dann macht die 3-4 Monate Therapie und kommt eventuell nach 1 Jahr wieder, macht eine neue ganze Therapie oder nach 2 Jahren oder hat in der Zeit auch schon gemerkt, wenn ich die B-Vitamine nehme oder wenn das Frauen sind, meinetwegen Ende 40, Anfang 50, so Prämenopause oder Menopause und so weiter, wenn ich, sag ich mal, die Nachtkerzenölkapseln oder Nachtkerzenborratschöl oder Schwarzkümmelöl, das ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn ich davon 1, 2, 3 Kapseln nehme, habe ich überhaupt keine Wechseljahrbeschwerden. Ich habe vorher die Kur gemacht und ich nehme jetzt nur noch die Kapseln. Und wenn ich dann einen Ausgleichsversuch mache und denke, ach, immer die Kapseln nehmen, das will ich auch nicht, dann dauert das unter Umständen 4 Wochen, dann knallt das wieder. Und dann nehme ich ein bisschen mehr von den Kapseln, wieder 8 oder 10, mal ein paar Tage lang, eine Woche, dann geht es mir wieder gut und dann reduziere ich wieder auf 1, 2, 3 Kapseln, individuell, so wie ich das möchte. Sie sind Zahnarzt. Ich bin hier vorne in Anführungsstrichen Entertainer. Ich habe meine Praxis, ich habe internationale Kongresse, ich schreibe meine Bücher, ich entwickle für Hypo-A Therapieregime, Standardregime, alles mögliche Kombinationen, ITIS Protect jetzt für den zahnmedizinischen Bereich zum Beispiel. Die Studie haben wir ja gemacht, die ist ja inzwischen veröffentlicht, zur chronischen Parodontitis, wo wir eben auf geniale Weise zeigen konnten, dass eine therapierefraktäre Parodontitis, hier Oralentzündung, dass die innerhalb von 3 bzw. 4 Monaten bei etwa 70% der Patienten völlig auskuriert. In 3 bis 4 Monaten nur orthomolekular. Und damit konnten wir eben indirekt auch zeigen, dass Parodontitis Ausdruck chronischer intestinaler, gastrointestinaler Probleme ist, Inflammation ist. Und wenn Sie jetzt mal kurz an die Schulmedizin, an die Physiologie und an die Mikrobiologie ankoppeln, wir haben alle gelernt, wenn ich in eine feuchte Kammer, so auf so einem Nährboden, wenn ich da Bakterien aufbringe und begüte das 3, 4, 5 Tage, ist nur eine Frage der Zeit, dann wachsen die Bakterien außen raus. Das heißt, in einer feuchten Kammer breiten sich Bakterien nach allen Seiten gleichmäßig aus und dann irgendwann sprengen sie den Rahmen, solange sie Futter haben. Wenn Sie jetzt überlegen, unter dem Gesichtspunkt, was ist denn eine Mundhöhle? Dann ist die Mundhöhle die klassische feuchte Kammer. Und wenn Sie sich dann als Zahnärzte fragen, wie kann das sein, dass in einer feuchten Kammer, in die sich Bakterien gleichmäßig ausbreiten innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde, dass da nur ein einziger Zahn eine schwere Parodontitis hat. Das geht wissenschaftlich gar nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Da spielt Ihnen der Patient was vor. Oder hat der Patient vielleicht doch recht? Ich sage immer das, was der Patient uns zeigt. Das ist richtig. Was die Theorie dazu sagt, das kann richtig sein. Aber das kann auch in der Wahrheit sein. So, wenn ich einen Zahn habe, der ein Problem hat, schwere Parodontitis, dann ist es genial zu wissen, dass es jemanden wie den Dr. Voll gegeben hat oder den Dr. Kramer, Voll, Elektroakupunktur Voll, oder den Kramer, die sich befasst haben mit den Zähnen und den Interaktionen zu den Meridianen. So, dann können wir mal sagen, guck mal, das ist ein Magenzahn oder hier vorne, das ist ein Nierenzahn oder ein Blasenzahn. Die Frau, junge Mädchen haben ja häufig hier bei den Einzelnen ihre Probleme. Die haben ihre Probleme, weil sie ihre Blasenprobleme haben. Deshalb kommt da oben was an. Und wenn die Zahnärzte mal kritisch überlegen, wo habe ich die meisten Kariesfälle, dann sind das eben oft die Dickdarmzähne. Da geht's los. Magen, Dickdarm. Da rappelt's. Und dann geht's irgendwann weiter. Und das ist bei der Parodontitis genauso. Dann habe ich ein Organsystem, was bei diesem Patienten besonders betroffen ist. Und wenn ich jetzt diese breite Therapie mache, wir haben ja bei der Studie, sag ich mal, da sind immer 4 Zähne standardmäßig untersucht worden. Wir haben bei der Studie meistens 2, 3 Zähne gehabt, die hohe oder extrem hohe AMP8-Werte haben. Das war das Messsystem, das war ein Laborparameter, wenn Sie wollen. Und 2 andere Zähne waren unter Umständen völlig normal oder sogar 3 Zähne völlig normal, wenn einer wirklich exorbitant hoch war, bis 70, 80, über 80 Nanogramm, wobei normal 8 Nanogramm ist. Dann sehen Sie auch schon, was da für eine Krankheitsaktivität an einem Zahn war. So, und wenn Sie dann sehen, Sie behandeln die Menschen mit etwas modifizierten, etwas anderen Zusammenstellungen als Reha, nämlich ITIS 1, ITIS 2, 3 und hinterher 4. Über die Sachen können wir nachher nochmal reden, das ist ja hier noch nicht der Schwerpunkt. Und Sie sehen, im ersten Schritt reduziert eine Gruppe
die Entzündungsaktivität um 55% innerhalb von 4 Wochen. 55%, ist genial, ohne OP, ohne alles. Und dann kommt die Unruhe über den Darm wieder rein. Wettkampf der Systeme im Darm. Die Keime, die rein wollen, die pathogenen Keime rausschmeißen wollen. Und im zweiten Schritt der Darmsanierung wird es dann wieder besser und am Ende saniert sich das. So, jetzt zurück zu Ihrer Frage. Was mache ich jetzt mit solchen Leuten? Lieschen Müller ist glücklich, macht einmal im Jahr so eine Kur. Jemand anders, der eine schwere umwelttoxikologische Belastung hat, muss für sich rausfinden, was ist die Substanz, die mir hier am besten hilft. Da geht es nicht um Großhirn und Chemikalie, sondern geht es darum, wie fühle ich mich in meiner Wohnung oder an meinem Arbeitsplatz und was erhöhe ich zum Beispiel im Einsatz, damit ich voll arbeitsfähig bin, damit ich richtig fit bin. Und wenn Sie hier oben zum Beispiel Computerarbeitsplatz oder auch Zahnärzte hier oben gerne verspannen, wenn Sie dann regelmäßig, eventuell auch höher dosiert, das Lipon Plus nehmen, dann sehen Sie nun mal, der ganze Nacken ist frei. Das ist ja irre, ich kann ja arbeiten. Ich habe meine Bücher nachts bis morgens um 4 geschrieben. Das konnte ich nur, weil ich zwischendurch immer wieder Lipon Plus nachgeschoben habe. Dann habe ich eben 10, 12 Kapseln innerhalb von 24 Stunden genommen. Und wenn wir Stress haben, so Leute wie ich, dann tun wir immer was. Ich nehme jeden Morgen größenordnungsmäßig 25 Kapseln. Da ist ADEC dabei, da ist AE-Lycopin dabei, sind die Spurenelemente dabei, SLB-Komplex dabei, Kalium, Spee, 3-Symbiose plus, Magnesium, Calcium, Q10, Vitamin C, Acerolazin und Selen. Ich habe noch ein schönes altes Selen, was auch politisch verboten wurde, weil die Politiker bei uns alles wissen. Und jetzt ist aber, und zwar ist das ein Selen mit Selen-Methionin und gleichzeitig mit Vitamin C aus Acerola-Kirsche. Und das ist eine geniale Kombination, sagt jeder, der wirklich was davon versteht, profunde Kenntnisse hat. Das ist jetzt nicht mehr. Richtig, das ist jetzt nicht mehr und das erzähle ich Ihnen ja gerade. Deshalb, es ist gerade wieder das Selen-Methionin freigegeben in der EU und wir werden zu Weihnachten spätestens, hoffe ich, wieder unser altes Selen-Methionin mit Vitamin C haben. Das ist einfach genial, auch wenn Sie Krebspatienten haben, aber auch wenn Sie zum Beispiel diese Zahnprobleme haben. Selen und Vitamin C rein und Sie lösen die Probleme, ja. Aber eigentlich sollte man das Selen und Vitamin C im zeitlichen Abstand nehmen, habe ich gelernt. Gnädige Frau, an einem Punkt haben Sie nicht ganz genau aufgepasst. Okay. Selen und Vitamin C soll man im zeitlichen Abstand nehmen. Völlig korrekt. Mhm. Heißt aber Selen, Natriumselenit. Okay. Ja. So, das andere ist Methionin. Ja. Ein organisches Selen und das geht nämlich wunderbar zusammen mit dem Vitamin C. Mhm. Und das war nämlich die Zielrichtung, sag ich mal, der Pharma, dass wir die wunderbaren Sachen alle vom Markt kriegen und das, was noch so einigermaßen geht, das dürfen wir dann weitermachen. Mhm. Also die Kombination ist einfach genial. So, und zwischen diesen Polen, entweder einmal eine Therapie oder alle Jahr oder 2 Jahre wiederholen und dem, ich brauche immer was, da muss jeder selber sehen, wo er sich findet. Dann gibt es noch eine allgemeine Maxime, die auch aus der alten Literatur kommt. Jeder, der 50 ist, der Tod sitzt im Darm, jeder, der 50 ist, älter als 50, sollte immer etwas für seinen Darm tun. Das ist ein Selbstgänger eigentlich. Also darauf sollte man dann auch achten. Wenigstens, wenn man das will. Wenn man sagt, ich will immer maximal belastet sein, ich will keine Infekte haben, ich will toll zum Skifahren gehen, auch wenn ich keinen Sport vorher gemacht habe, so wie ich das mache. Ich fahre in ein Skigebiet rein und fahre 3 Tage mit angezogener Handbremse aus der Praxis ins Skigebiet, 3 Tage angezogene Handbremse, dann löse ich die Handbremse und dann war ich im letzten Jahr zum Kurs in Trois-Vallées für eine Woche, da war ich dann auf 2800 Meter und es ist auch nur toll, wenn Sie da als Flachlandtiroler die Berge runterhuschen. Ja? Wie kann man das bei Physiotherapeuten? Gibt es da auch eine Möglichkeit, was man braucht? Gefühl. Und dann Learning by Doing. Wenn Sie bei sich selber sind, ich habe ja vorhin gesagt, wenn Sie diese Therapie machen, dann werden Sie mehr Sie selber. Sie kriegen eine bessere Wahrnehmung, Sie fühlen wieder was. Und dann werden Sie auch sehen, wenn ich das nehme, dann geht es mir wesentlich besser. Und wenn ich das nehme, merke ich eigentlich nichts. Dann reduziere ich das mal oder lasse ich das mal weg. Muss aber dann mich selber beobachten. Und wenn ich was weggelassen habe und ich merke nach 14 Tagen oder 3 Wochen nochmal, da ist wieder was, dann sollte mir einfallen, Moment, ich habe aber das und das weggelassen. Dann nehme ich das mal wieder 2, 3 Tage hochdosiert und gucke, ist das Problem dadurch zu lösen.
Wenn das Problem dadurch nicht zu lösen ist, kann ich es wieder reduzieren oder weglassen. Da muss ich gucken, was an anderen Substanzen löst mein Problem oder reduziert mein Problem. Also wir werden mittelfristig in der Selbstbeobachtung wesentlich besser, wenigstens viele von uns. Ich habe das mal vor 10 Jahren, da waren Sie in München, da haben Sie das von Überbäumen gemacht. Ja. Wäre das eine Möglichkeit, um rauszukriegen? Ja, wenn Sie da ein Problem haben, kann man das machen. Also da geht es jetzt um die Bewegung. Wenn wir hier im Kurs sind, ist es natürlich immer schön, wenn man einen Arm hat, den kann man in der letzten Reihe auch gut sehen. Ne? Wenn wir Fingerbodenabstand machen, dann kommt es darauf an, wie jemand hinten sitzt, ob er das gut sehen kann oder nicht sehen kann. Beim Fingerbodenabstand ist es genial, wenn jemand eine verkürzte Wirbelsäule hat, ich sage mal Morbus Bechterew oder sowas oder Alter, dann ist die Wirbelsäule mehr oder weniger eingesteift, dann gibt es was in den Mund und dann geht die langsam immer weiter runter. Und ich habe eine Kollegenmutter gehabt in Baden-Baden mal, eine ältere Dame bei 70, 71, ganz schlimme Rückenprobleme. Da habe ich in meinem Workshop da eine Kollegenfrau behandelt, die 2 oder 3 Probleme hatte, die in 14 Tagen operiert werden sollen. Die hatte festen Termin in der Klinik, in der Spezialklinik, orthopädischen Klinik. Und die lief also wirklich so. Das war ihr Gang mit 50 Jahren. Ist ja normal in der Bundesrepublik inzwischen. So, und die ist nach vorne gekommen, so hinkend. Und die habe ich behandelt, mit verschiedenen Sachen getestet, habe sie immer den Mittelgang hoch und runter gehen lassen. Innerhalb von 10 Minuten hatte die ein völlig intaktes Gangbild und überhaupt keine Schmerzen. Und dann sind dieses Kollegenpaar zu mir anstand gekommen und gesagt, unsere Mutter ist in Frankfurt und die hat auch ganz schlimme Probleme und da geht gar nichts und können wir da nicht was machen. Ich sage, wenn Sie sie herbringen, ist gut, dann behandle ich sie gerne hier am Stand oder teste ich sie gerne am Stand, behandle ich das ja nicht. Und ist eine Frage, ob Sie das organisiert kriegen. So, dann kam die 2 Tage später, gesagt zu der alten Dame nach Vorgespräch, Fingerbodenabstand. So eine etwas dickere, bräuchte man, weiter geht nicht. Ich sage, weiter, nee. Sagt sie, früher kam ich mit den Händen flach auf den Boden, aber das kann ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die hat von mir 7, 8 Sachen gekriegt und die war mit beiden Händen flach auf dem Boden. Mit 70. Also das ist einfach genial, was der Körper sofort regeln kann. Das muss er nicht immer regeln, aber das kann er regeln, ja? Sie haben jetzt eben etwas angesprochen, wo eigentlich unglücklich so gut ist. Das Fingerbodenabstand? Nein, dass man eben mit flachen Händen auf den Boden bekommt. Das ist das normal? Soll man das überhaupt können? Das ist ja Gegenteil, oder? Wieso? Also, mir sagt man, dass ich lockige Gelenke habe, dass das nicht gesund ist. Also, es sieht cool aus von Weitem, wenn ich dann mich auf den Boden werfe, eine Umstellung machen kann. Es sieht von Weitem cool aus, sportlich aus. Aber es ist ja nicht gesund, wenn man lockige Gelenke hat. Moment. So, die Frage, ja. Ich darf hier nochmal, ich weiß nicht, ob man das alles mitbekommen hat. Die Frage ist, ob lockere Gelenke gesund sind oder ob sie ungesund sind. Gnädige Frau, wenn ich Sonnenoberarm habe, dann kann das sein, dass das ein gesunder Oberarmmuskel ist, weil ich nämlich Gewichtheber bin und drücke und habe richtig dicke Oberarme. Das kann auch nur dickes Fett von McDonald's sein. Und dann können Sie sagen, der dicke Oberarm ist gar nicht gesund. Das ist richtig, der ist nicht gesund. So, und bezogen auf Ihre Bänder und Gelenke. Es gibt Bandlockerungen, da ist diese Beweglichkeit, eine Hypermobilität, die ist nicht gesund. Die Beweglichkeit gesunder Gelenke in maximalem Radius, die ist aber gesund. Und wenn eine Wirbelsäule gesund ist, dann kommen wir zumindest alle mit den Fingerspitzen nach unten. Da kommen wir alle hin. Und sehr viele Frauen oder junge Mädchen kommen mit den flachen Händen, bauartbedingt nenne ich das, auf den Boden. Das ist noch nicht pathologisch. Pathologisch wird es, wenn ich hier meinetwegen eine Überstreckung habe, wenn ich die Knie überstrecken kann und so weiter, weil die Bänder schlecht sind. So, und wenn gelockert sind. Und wenn ich jetzt an die Physiologie der Bänder denke, wo der Orthopäde dann rangeht und sagt, wir machen da eine Naht rein, wir machen Abnehmer näher rein, was eigentlich auch nur krank im Denken ist, dann muss ich diesem Patienten zum Beispiel Vitamin C geben. Vitamin C baut Bänder, Bandstrukturen, Myofibrillen, Fibrillen auf und so weiter. Und in dem Augenblick, wo das Kollagen wieder intensiviert aufgebaut wird, da habe ich eine Bandraffung, eine physiologische. Und wenn ich das sage, habe ich im Hinterkopf ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, 5-mal an beiden Knien operiert worden wegen Patellaluxation.
und sollte wieder operiert werden und kam zu mir mit 2 Jahren Sportverbot und schulischen Leistungen so lala, ging auf Abitur, aber naja, war so, wie es halt ist. Dann haben wir die behandelt, nach 4 Wochen lief sie wieder auf der Straße und nach 1/4 Jahr machte sie Waldlauf und hatte straffe Bänder ums Knie rum und hat ein super Abitur hingelegt, was so gut war, dass die Mutter, die eigentlich nicht reich war, gesagt hat, Kind, du wolltest immer mal in die USA, mit dem tollen Abi schenke ich dir 1 Jahr USA. Also eine physiologische Raffung und Straffung der Bänder, die ist toll. Eine unphysiologische Raffung oder eine unphysiologische Lockerung ist nicht gut. Und wenn wir hier Sportler haben, die kennen alle, muss dehnen, muss dehnen, muss dehnen. Ja, dehnen ist Quatsch. Du musst eigentlich sehen, dass du physiologisch normal aufmachen kannst. Dass das richtig funktioniert und dass man da oben eben rankommt. Auch noch in meinem biblischen Alter. So, wenn sich viele Leute haben, sagen, nimm mal die Arme hoch, dann hört es da auf. Ja, nimm mal hoch, ja, es tut weh. Ja, wie alt bist du? 70, 80, 90? So, da haben Sie dann diese Verkürzungen, die eben alle pathologisch sind. Sie haben eine Frage. CMD nochmal, sind das die einzigen Substanzen, die Sie testen, Vitamin B? Nein, ich teste bei CMD natürlich auch die anderen Sachen durch. Aber ich habe im Laufe meiner vielen Testungen gesehen, dass der B-Komplex einfach genial ist. Und im Rahmen dieses Vortrages habe ich den Professor Winzen in Baden-Baden auch gefragt, ja, die haben das ganze Spektrum von uns da, das ist nicht immer alles vollkommen promotet, hier dies oder jenes und will nur, habe ich gefragt, Herr Professor Winzen, haben Sie denn auch andere Substanzen als wirklich so effektiv entdeckt bei Ihren Untersuchungen, wie den B-Komplex? Sagt er, nee, der B-Komplex ist genial. Der ist bei dem Krankheitsbild, ist er einfach genial. So. Wenn Sie Öle haben bei einer Neurodermitis, wenn das drin sonst funktioniert, dann können Sie mit den Ölen eben wahnsinnig viel erreichen. Und wenn Sie die Öle nicht einsetzen, dann wird die Neurodermitis nie ganz weggehen. Oder in vielen Fällen nicht ganz weggehen. Da brauchen wir immer Öle dazu. Ja? Gehen Sie dann so weit zu sagen, die Zähnepatienten brauchen eigentlich keine Schienen mehr, also Zahnärzte können auf Schienen verzichten? Richtig. Okay. Also, es gibt sicherlich Ausnahmen. Aber Sie haben die Frage eben ganz allgemein gestellt. Und ich kann sagen, dass mindestens 90-95% der CMD-Patienten keine Schienenversorgung brauchen. Und Professor Winzen hat auch sehr schön rausgearbeitet in seinem Vortrag, was denn alles so zur CMD beiträgt. Und das ist neben der idiotischen Ernährung, die wir ja heute überall haben, eben vor allen Dingen auch Stress, Leistungsanforderungen. Hier, so, ne? So, und dann verhärtet sich das alles und dann geht das alles nicht mehr. So, und in dem Augenblick, wo ich den Stress runterfahre, ich spreche natürlich auch mit den Patienten. Dann gibt es Leute ganz besonders gut, die sagen, ja, sie machen ja Psychotherapie. Mit Psychotherapie kriegen wir das auch auf. Dann frage ich, wie lange brauchen Sie denn dafür? Ja, das sind 2 Jahre oder sowas. Und dann sage ich, bei mir dauert das 2 Minuten. Also das ist eine andere Psychotherapie. Und das heißt aber nicht, dass im Einzelfall nicht doch mal eine Schiene sinnvoll sein kann, aber dann ist sie Passagier für eine kurze Zeit. Und dann ist es eine Schiene und nicht ein Beutel mit 50 Schienen. Das ist ja der Punkt. Und die Leute, die mit CMD zu mir kommen, unter 10 Schienen habe ich eigentlich keinen. Die haben alle um 10, 12, 15 Schienen oder mehr. Und die meisten funktionieren auch. Richtig, richtig. Und das ist ja das, was Professor Winzen auch sagt. Der hat ja auch die Einlagen hier in diesem Trailer noch kurz angesprochen. Und hat sich dann da im Vortrag, wenn Sie das Ganze hören, ein bisschen zurückgezogen, weil Sie auch Orthopäden im Haus haben, um denen nicht direkt vor Schienbein zu treten. Aber er sagt, Sie haben eine Untersuchung gemacht zu Einlagenversorgung und zumindest in unserem Klientel brauchten mehr als 80% dieser Einlagen nicht. So brauchen wir auch nicht. Wir sind noch nicht mit Einlagen entwickelt worden die letzten 100.000 Jahre. Wir müssen uns doch fragen, wenn wir jetzt Krankheitsbilder haben, wo kommen die denn her? Und dann gucken wir mit unseren wunderbaren Testen hinter die Fassade und jetzt übergebe ich das Wort an unsere Kollegin Claudia Hüttinger. Darf ich vorher noch kurz was fragen? Aber ganz kurz. Ja. Ein knirschendes Kleinkind, 3 Jahre. Knirschend? Ja, also das in der Nacht knirscht, weil es offenbar auch irgendeine Problematik hat. Wie behandeln? Würden Sie das behandeln? Würde ich erstmal genauso machen. Aber vor allen Dingen würde ich gucken, was kriegt das knirschende Kleinkind denn zu essen und zu trinken? Mhm. Ein bisschen was Süßes muss es doch haben. Und die gute Nutella ist doch so gesund. Und so. Die kriegen einen Scheiß und dann wird das Kind krank und dann waren sie alle, ja, warum wird das Kind denn krank?
Ja, wenn ich es mir scheiß fühle, dann wird das Kind krank. Warum kriegen die Hunde heute mit 8 Jahren oder 10 Jahren bestimmter Rassen ihre Coxarthrose, weil sie nur Dreck kriegen? Also Ernährung und Vitamin B? Nein, Ernährung und dann eine vernünftige Therapie. Das Kind hat ja einen chronisch dysbiotischen Darm, ja, wenn es erstmal so weit ist. Ne? Willst du dazu noch was sagen oder soll ich die andere Folie? Ja, wenn ich die andere. Ja, dann sage ich hierzu noch ganz, nee, wir wollen jetzt erstmal weitergehen, wir können nachher schlagen. Sage ich hierzu noch ganz kurz was, weil das einfach, denke ich, für Sie wichtig ist oder für alle wichtig ist, das sollten Sie mit nach Hause nehmen. Hier oben haben wir die Patella, die hängt am Quadrizeps, den ich vorhin schon mal kurz getestet habe, wo wir den Test nachher für Sie nochmal genau demonstrieren und Sie dann selber auch testen, sowohl im Liegen als auch im Sitzen, aneinander, untereinander. Und wenn wir da ein Problem haben, haben wir eben ein Dünndarmproblem. Wenn ich eine Patellaglatze, Knorpelglatze und was auch immer habe, Patellaspitzensyndrom, also es ist ja Romane, was die Orthopäden schreiben. Für einen Stoß, den sie nicht verstehen. So, da muss ich entspannen, dann habe ich da kein Problem mehr. Innenmeniskus steht deshalb genau hier unten. Sartorius gehört zur Nebenniere. Stress, Innenmeniskusschmerz ist immer Ausdruck einer Stressstörung. In mehr als 80% der Fälle keine OP-Indikation. Wenn Sie was mit dem Knie haben und es ist ein Orthopäde in der Nähe und er kriegt mit, dass Sie was mit dem Knie haben, dann laufen Sie so schnell, wie Sie können. Denn der läuft mit dem Messer hinter Ihnen her und sagt, dann geh mal ran, da guck mir rein, das machen wir ganz toll. Und dann ist Ihr Knie unter Umständen für Ihr ganzes Leben ruiniert durch einen Eingriff. Es gibt Leute, die sind von einem Eingriff die nächsten 20 Jahre geschädigt. Viele haben ein halbes Jahr oder ein Jahr Probleme. Und es gibt auch ein paar, die sagen, das war ganz toll. Der hat da geschäft und seitdem geht es mir gut. Das ist Medizin. Medizin ist immer was Individuelles. Und wenn Ihnen jemand sagt, evidence-based, dann kann ich nur sagen, evident ist das, was wir sehen. Und das kann mal so sein, das kann mal so sein, das kann mal so sein. Das muss man auch akzeptieren. Und hier sehen Sie dann die Testansätze, zum Beispiel den B-Komplex, Aelukopin als fettlösliche Vitamine, aber eben auch als Omega-3-Fettsäuren für diesen Sartorius und neben ihrem Bereich Spurenelemente Zink, Selen, Mangan und Chrom und Magnesium, Kalzium. So, dann übergebe ich mal an Frau Röttinger, ihres Zeichens Heilpraktikerin und Physiotherapeutin. Und ich habe auch das letzte Mal unseren Workshop zusammengefasst.